Gomoje, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Gott schütze dich, Heinrich. Kingdom Come Deliverance, danke dich auch, Dorfbewohner. Okay, wir müssen jetzt warten, bis sie die Reparaturarbeiten am Tribok abgeschlossen sind, soweit ich das mitbekommen habe. Wir könnten vielleicht in der Zwischenzeit gucken, dass wir uns noch ein bisschen Ringelblumenaufguss besorgen, dass wir für die große anstehende Schlacht gewappnet sind. Aber erstmal müssen wir jetzt hier der Einsatzbesprechung beiwohnen. Mal gucken. Fang an zu reden, oder... Nur Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern, was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer, und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Aha. Und dann könnten wir wahrscheinlich auch, Godwin bekommen. Aber ich dachte... Ja. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Aber Wiesel sind putzig. Aha, jetzt fängt das an. Und denn, Erik. Erik, stimmt doch, oder? Wie es aussieht, wurde der Spieß umgedreht, nicht wahr? Fick dich. Du musst an deinem Ton arbeiten. Wenn du dich zu benehmen weißt, überlebst du vielleicht. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Und du überlegst dir besser gut, wie du sie beantwortest. Dürfen ihm auch jedes Mal eine reinhauen, wenn er nicht spurt, genauso wie sie das mit uns gemacht haben? Wer ist dieser Toss? Ein Weise, genau wie ich. Die Türken töteten seine Eltern, also begann er, sie zu töten. Da Sigismund Männer wie ihn brauchte, ging er in dessen Dienst. Okay. Ja, fragen wir ihn einfach mal alles, ne? Woher kennt ihr euch? Was spielt das für eine Rolle? Okay, das hat nicht funktioniert. Ja, 11. Ja, gut. Was hat er vor? Bist du wirklich so blind? Er wird Wenzels Verbündete vernichten. Euch. Wessen Befehlen gehorcht er? Hörst du nicht zu? Ich hab doch gesagt, dass er für Sigismund arbeitet. Ja, schon. Aber ich will alle Optionen hier durchgehen, mein lieber Erik. Wie viele Männer hat er in der Burg? Genug, um euch zu zerschlagen. Das werden wir ja sehen. Mit dir vergeude ich nicht länger meine Zeit. Du hättest deine Haut retten können, doch wie es scheint, ist dir die deines Meisters mehr wert. Ich muss meine Haut nicht retten. Istvan wird das tun und jeden einzelnen von euch umbringen. Warum sollte er dich retten? Er wird dich opfern wie seine Männer in Vranik und Pribislavitz. Du bist nichts weiter als ein gewöhnlicher Schurke. Du weißt gar nichts. Er wird mich retten und jeder, der mir auch nur ein Haar krümmt, wird teuer dafür bezahlen. Jetzt bin ich neugierig. Weshalb sollte ihm so viel an dir liegen? Bist du etwa sein Geliebter? Du würdest es nicht verstehen. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre nichts aus ihm herauszubekommen. Doch dann begann er zu singen. Ich dachte, du seist zu zaghaft. Doch wie es scheint, hat sich deine Herangehensweise als richtig erwiesen. Gut gemacht. Wie dem auch sei, augenscheinlich ist der Junge kein gewöhnlicher Halunke und glaubt, Toss wichtig zu sein. Die Frage ist, liegt diesem Bastard Toss genauso viel an unserer Geisel wie uns an seinen Geiseln? Ja, das ist die Frage. Boah, das hat aber auch viele Groschen gegeben. Boah, wir sind reich. Nun, Divish, es scheint, es ist an der Zeit herauszufinden, wie sehr Toss unsere Gefangenen schätzt. Möchtest du selbst mit ihm verhandeln? Ich werde dir das überlassen, Hanusch. So sei es. Ich gebe mein Bestes. Bring den Gefangenen zum Wehrgang.
Das lädt aber wieder lang hier. Ja, bin ich ja mal gespannt. Wir konnten jetzt leider nicht alles aus ihm rausquetschen, aber ja, ein bisschen was haben wir immerhin erfahren können. Herr Istvan! Was ist denn? Hat unser Besuch euch etwa überrumpelt? Ein wenig. Doch wir haben es uns äußerst bequem gemacht. Und dieser Kamerad genießt unsere Gastfreundschaft so sehr, dass wir ihn nicht mehr loswerden. Wie es scheint, haben wir eine Pattsituation. Vielleicht ist es Zeit, dass unsere Gäste nach Hause zurückkehren. Nie und nimmer. Haltet ihr mich etwa für einen Narren? Seid gewarnt. Wenn Erik etwas zustößt, soll sich jeder meiner Männer mit dieser Dirne vergnügen und ich lasse Kobilla zu Gulasch verarbeiten. Edel gesprochen, euer Gnaden. Doch woher weiß ich, dass dies nicht schon geschehen ist? Divish, es tut mir leid. Grüß euch, Freunde. Keine Angst, Herr Toss behandelt uns wie Könige. Wie du siehst, fehlt ihnen nichts. Aber wenn du eine Dummheit begehst, Hanusch, wird sich das schnell ändern. Wie es scheint, bedeutest du deinem Herrn herzlich wenig, Junge. Fahr zur Hölle. Tut mir leid. Wie es scheint, ist es nicht so einfach. Nun, zumindest leben sie. Ich hatte mir sowieso nichts davon erhofft. Er wird ihnen nicht zuleide tun, solange wir den da haben. Das ist wohl wahr. Zumindest haben wir jetzt wirklich eine Pattsituation. Also es ist jetzt im Endeffekt ausgeglichen. Keiner kann was tun, ohne dem anderen auf die Füße zu treten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also wir haben durch seine Gefangenhaft, dadurch, dass wir Erik haben, schon ein bisschen was gewonnen, würde ich sagen. Tja, Freunde, was schlagt ihr vor? Wir werden wohl oder übel angreifen müssen. Das Risiko ist groß, Robert, mit Stefanie und Dratzig in ihrer Gewalt. Herr, ich weiß, wie du dich fühlst, aber Toss ist kein Narr. Sie sind sein letzter Trumpf. Er wird ihnen nichts tun, solange er sich seines Sieges nicht sicher ist. Würdest du dasselbe sagen, wenn es deine Gattin wäre? Oder dein Vater? Wir haben keine andere Wahl, oder seht ihr das anders? Wir verfügen nicht über genügend Vorräte für eine Belagerung. Insbesondere da Räuberbanden und Sigismunds Häscher das Land unsicher machen. Toss wird einem Austausch nicht zustimmen, und selbst wenn, müssten wir ihn ziehen lassen. Mit seiner Herrscher wäre er uns bis zum jüngsten Tag ein Dorn im Auge. Herr, eine Nachricht. Um was geht es? Markgraf Jobst naht mit seinem Gefolge heran und will dich sprechen. Jobst, sagst du? Na gut. Was hat er hier zu suchen? Wer ist Jobst? Jobst von Luxemburg, der Vetter von König Wenzel und Sigismund. Er ist der Markgraf von Mähren. Erst vor einem Jahr kollaborierte er mit Sigismund und der Herrenvereinigung. Er verriet König Wenzel und dessen Verbündeten Prokop. Und nun hat er die Seiten gewechselt und sich selbst zum Anführer der Rebellion gegen Sigismund ernannt und möchte nun König Wenzel befreien. Wie ein Fähnchen im Wind. Dennoch ist unser Vorgehen entschieden. Wir können Jobst schließlich nicht vor unserer eigenen Burg in Zelten empfangen wie Zigeuner. Ich fürchte, du hast recht, Hanusch. Nun denn, lassen wir die Männer noch etwas ruhen, danach greifen wir an. Komm zu mir, wenn alles bereit ist. Alles klar. Wir scheinen jetzt also tatsächlich so ziemlich vor der letzten großen Schlacht zu stehen. Quest abgeschlossen, Familienbande. Ja, ja. Sprich mit Herrn Divish darüber, die Belagerung einzuleiten. Okay. Aber müssen wir nicht noch warten, bis der Triborg wieder heile ist? Wir gucken mal kurz ins Questlog. Das
hier bei beiden das nächste Ziel? Ich würde ganz gerne... Ich würde definitiv ganz gerne noch nach Ringelblumenaufguss gucken. Das Dumme ist halt nur, dass wir da wieder Ewigkeiten unterwegs sind. Hier unten ist noch dieses Lager, was wir machen könnten. Ist halt die Frage, sollten wir das auch machen? Ich glaube, das ist eigentlich jetzt eher uninteressant für uns. Moment, Questlog. Werde den Vikar los, sprich mit dem Vikar. Das heißt, dafür müssen wir nach Uschitze, ne? Dann lasst uns mal noch nach Uschitze reiten. Das ist jetzt nicht so mega weit weg. Dann bekommen wir vielleicht auch noch Godwin, dass er sich um die Sterbenden kümmert. Dann haben wir wenigstens diesen Part noch abgeschlossen. Und wir könnten dort beim Händler noch gucken, ob die vielleicht Ringelblumenaufguss verkaufen. Wenn wir dann schon keinen eigenen mehr herstellen, können wir vielleicht wenigstens noch so ein bisschen was kaufen. Dass wir noch so ein bisschen was auf Vorrat haben. Denn ich habe tatsächlich gar keinen Ringelblumenaufguss mehr und ich weiß nicht, ob das so toll ist. Pfeile sollte ich eigentlich noch genug haben. Ich denke, ich werde bei der Belagerung wieder viel mit Pfeil und Bogen kämpfen. Das wird wahrscheinlich wieder sinnvoll sein bei meinen Kampfkünsten. Oder ich muss halt gucken, dass ich die Gegner von hinten erwische. Nicht wirklich ehrvoll, aber... Glück und Gesundheit. Zielführend. So, hast du was... Med? Nee. Schade. Ich meine, ich habe noch 3 Ringelblumenaufguss. Notfalls müssen wir es halt so machen. Der Vikar befindet sich anscheinend hier links von uns, direkt in nächster Nähe. Ja. Beobachtet Godwin. Was willst du hier, Junge? Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Name ist Heinrich. Herr Hanusch von Leiper schickt mich. Herr Hanusch, mhm. Und weshalb schickt er dich? Ich soll dir bei deiner Suche helfen. Ah, ich verstehe. Wie aufmerksam von ihm. Nun, du kommst gerade recht. Ich brauche jemanden, der sich unbemerkt unter die Leute mischt. Bestimmt hat dir Herr Hanusch gesagt, warum ich hier bin. Er sagte, du suchst nach Ketzern? Das ist richtig. Ich mache die Geschwüre ausfindig, welche die heilige Mutterkirche plagen. Valdenza, ein gefährliches Ketzerpack. Okay. Wie kann ich dir also helfen? Du willst gleich zum Punkt kommen, das gefällt mir. Ich weiß, wie man zum Versammlungsort der Ketzer gelangt. Und warum gehst du nicht dorthin, Herr? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist die... Wir haben einen Ketzer in Kuttenberg ergriffen und er hat uns von den Ketzern in Uschitze berichtet. Unglücklicherweise war er schon wirr, als er dazu kam, ihren Treffpunkt zu beschreiben. Verstehe. Also, weißt du jetzt, wo sie sich treffen oder nicht? Unter Umständen. Seine Geschichte war milde gesagt konfus. Ich habe hier irgendwo einen Vermerk. Kannst du lesen, Junge? Natürlich, Pater. Sonst hätte mich Herr Hanusch nicht geschickt. Gut, dass wenigstens die Diener der Adeligen eine Ausbildung erhalten. Ihre eigenen Nachkommen können nicht einmal den eigenen Namen schreiben. Hier ist die Mitschrift der Befragung. So wie ich das sehe, beginnt die Wegbeschreibung bei der örtlichen Schenke. Komm zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Ich tue mein Bestes, Pater. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Ich stelle ihm jetzt gar nicht so krass viele Fragen. Ich würde sagen, wir machen hier direkt den nächsten Schritt, den Treffpunkt der Valdenser finden. Geständnis des Ketzers. Es ist auch nice, wie das hier ist, so mit dem Buch aufschlagen, ne? Protokoll zum Verhör des Ketzers Peter von Hardegg. Dieses Protokoll ward niedergeschrieben von Meister Borislav, Schreiber des Erzbischofs, um das Geständnis festzuhalten, welches vom Ketzer Peter von Hardegg ward gegeben, wobei die Befragung vom höchst ehrwürdigen Jan von Osseck Monsignore und Vikar des Erzbischofs geleitet und die rechtmäßige
er die rechtmäßig hochnotpeinliche Befragung vom Henker der Stadt, Franz genannt, Lammhaxe, was? Oh Gott, genannt Lammhaxe ist aber auch kein toller Spitzname, im städtischen Kerker durchgeführt wurde, nach dem Beschluss des Stadtrates. Anfangs weigerte sich der beschuldigte Ketzer, ein Geständnis abzulegen, sodass der Scharfrichter angewiesen ward, ihn durch die Anwendung seiner Künste zur Rede zu bewegen. Es sei festgehalten, dass sich der Befragte den Überzeugungskräften des Henkers lange widersetzte. Doch schließlich gab er der Frage nach einem Versammlungsort der anderen ihm benannten Ketzer nach und äußerte, dass diese sich in der Gegend von Uschitze treffen. Als der Vikar dem Gefangenen gebot, auszuführen, wer seine Mitverschwörer seien und in welchem Hause sie sich versammelten, verfiel der Ketzer Peter von Hardegg abermals in Schweigen. Abermals ward der Henker bemüßigt, seine Überzeugungskünste zur Anwendung zu bringen, welche ihm der Vikar zu gegebener Zeit einzustellen befahl, da der Gefangene sichtlich erschöpft war. Daraufhin fand dieser plötzlich seine Stimme und begann ausführlich auf die wiederholt gestellte Frage zu antworten, wo er sich mit den anderen Ketzern getroffen habe. Daraufhin gebot der Vikar, dass das Geständnis des Ketzers Wort für Wort niedergeschrieben werde. Der Herr sei meiner Seele gnädig, dass meine Ohren Zeuge der lästerlichen Worte des Ketzers wurden, welche ich als Diener der Heiligen Mutter Kirche nun zu Papier bringen muss. Solcher Art sprach der Ketzer. Ich begann meine Pilgerreise in Uschitze, nahe einem Ort der Sünde, wo die Leute sich der Trunksucht und Unzucht hingeben, also bin ich sofort gegangen. Und schon sah ich eine weitere Abscheulichkeit, den Tempel von Satans Braut, mitsamt dem stolz babylonischen Turm. Schnell lief ich vorbei, der aufgehenden Sonne entgegen. Warte mal, das heißt... Ach so, das G ist genau im Westen. Irgendwo da hinten. Der aufgehenden Sonne entgegen. Wir reiten jetzt erstmal Richtung Osten aus Uschitze raus. Weil da hinten sind wir so auch noch nicht gewesen. Da haben wir ja noch diese Wolken auf der Map, ne? Oben vielleicht, da ist zumindest mal eine Hütte. Was haben wir jetzt hier auf der Karte? Ein bisschen was haben wir noch entdeckt. Lasst uns nochmal ins Buch reingucken. Huch, eins zu weit. Als ich das Dorf verließ, gelangte ich an eine Kreuzung und wusste nicht wohin, also sank ich auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde erhört, denn Christus' Finger erhob sich aus der Erde und wies mir den Weg. Weiter ging es durch dieses geistlose Land, als ich plötzlich die Geräusche einer tausendköpfigen Meute bei der Arbeit vernahm und ihre Königin sowie ihre Türme sah. Was? Ich wandelte weiter, und da erhoben sich plötzlich die Kiefer des Giganten aus dem Boden, die kaputten Zähne gen Himmel gerichtet, wie die Grabsteine der Moabiter. Also lief ich in des Biestes Schlund. Und an der Straße sah ich die Wohnstätte. Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Ich war hungrig, also nahm ich von den Früchten ihrer Arbeit und füllte meinen Bauch. Dann verließ ich ihr Haus und erblickte zwei weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen und sie ließen mich in ihrem Schatten ruhen. Am Meer? Hätte ich da unten hingemusst? Ja!
Der Anfang war noch einfach. Jetzt blicke ich gerade nicht mehr so ganz durch, wo wir hin müssen. Ist das da hinten? Ist auch noch so ein Lager. Es könnte auch sein, dass der Weg hier gemeint war. Das ist jetzt halt so ein bisschen... Wir könnten auch noch hier in dieser Richtung mal den Wald erkunden. Und dann decken wir auch noch wieder einen Teil der Map auf. Ich sollte umkehren, ehe Herr Ratzig glaubt, ich wäre weggelaufen. Hier hört also die Map auf. Ja. Ich lief weiter am Rande der Welt und sah die Rippen des großen Leviathans am Meer. Dann fand ich zwei Brücken über den Fluss Jordan und Satan versuchte mich auf die rechte zu locken. Doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere. Da endlich sah ich es, das Tor zum Garten Eden, reich an Blättern. Es wurde von Männern aus Stroh bewacht. Doch sie sahen, dass ich ein guter Christ bin und ließen mich eintreten. Dies waren die letzten Worte des Ketzers Peter von Hardegg, denn daraufhin tat er seinen letzten Atemzug. Anschließend verkündete der Vikar, dass sein Tod wahrlich das Werk Luzifers gewesen sein muss, der sich erdreistete, die Zunge des Ketzers vor den Ohren der Diener Gottes zum Schweigen zu bringen. Der Henker nahm Anstoß an diesen Worten und gab dünkelhafte Widerrede von sich, woraufhin sein Lohn um 3 Groschen gekürzt und er ermahnt wurde, solche Gerede nicht abermals zu führen, schon gar nicht in Anwesenheit eines Dieners der Heiligen Mutter Kirche. Wie es sich geziemt, wurde der Leib des Ketzers außerhalb der Friedhofsmauern verscharrt, auf dass er nicht geheiligten Boden entweihe. Solche Art wurde der Fall des Ketzers Peter von Hardegg in Übereinstimmung mit dem Kirchenrecht zum Abschluss gebracht. Dann vielleicht doch da oben? Das da? Da waren Männer aus Stroh, Heu, da war auf jeden Fall, war da was aufgeschichtet, was so ein bisschen wie Kornähren aussah. Dann waren wir vielleicht doch richtig. Kam danach auch eine Brücke? Ja, aber wir sind... ist aber nach links gegangen, ne? Ist nicht nach rechts über den Fluss gegangen. Wobei über den Jordan gehen, das ist ja eigentlich so ein Synonym für Sterben. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht sicher, das ist sehr, sehr bildlich gesprochen, was da geschrieben wurde. Ich muss hier erstmal wieder aus dem Wald raus. Oh, da kommen wir ja nicht drüber. Es wäre so ein riesen Gebüsch im Weg. So, also wieder zurück über die Brücke. Bist du? Irgendwie weiß ich echt nicht, was das Spiel an dieser Stelle von mir will, wo ich hin soll.
Jetzt ist nicht die Zeit, herumzustromern. Ja! Da endet auch wieder die Welt. Eine Stelle könnte ich mir noch denken. Da unten waren ja eben auch noch so... Ja. Da war ja noch so ein Lager. Irgendjemand ist da doch hinter mir hergerannt. Ja. Vielleicht sind wir da richtig. Ah, guck mal, vielleicht da. Hier bin ich wohl richtig. Ja. So, den Treffpunkt untersuchen. Machen wir das noch? Komm, das machen wir noch, oder? Könnten wir uns setzen? Wollen wir nicht? Was ist das? Ein schönes, handgeschnitztes Kreuz. Jemand aus dem Dorf könnte es kennen. Alles klar, also hier in diesem kleinen Waldstück. Gut. Dann würde ich sagen, werde ich dann per Schnellreise zurück nach Uschitze mich begeben. Und da fangen wir dann auch die nächste Quest wieder an, hören uns mal um und gucken mal. Oh, das war ein großer Bereich. Huhuhu. Und gucken mal, wer dieses Kreuz kennen könnte. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, vielleicht hören wir uns ja morgen wieder. Bis dahin. Notta!